Leute, servus YouTube, ich bin der Tobi, das ist das Kochspiel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem etwas anderen Video. Ich koche heute draußen. Das heißt, wir wollen nicht viel Zeit verlieren. Ab in den Garten. Ich mache leckeren Basmati mit gebratenem Ei, Avocado, Gurke. Unfassbar lecker. Bleib unbedingt dran. Und danach wird noch ein bisschen geplaudert. Wie immer, machen wir so. Alles klar. Bis dann. Bis gleich. Ciao. Kochspielen. Ja, und jetzt sind wir draußen. Los geht's, würde ich sagen, oder? Genau. Basmati habe ich schon mal gekocht, hier auf meinem kleinen Campingkocher. Wenn du wissen möchtest, wie, ich verlinke dir gleich eine Infocard. Da klickst du drauf und dann kannst du sehen, wie ich den gekocht habe. Egal ob Basmati oder Parboiled Reis, also alle Langkorn-Reissorten koche ich gleich. In diesem Video zeige ich es dir. Das geht auch ganz schnell. Und jetzt zu unserem wunderbaren kleinen Warenkorb. Da ist nicht wirklich viel drauf, wie du sehen kannst. Frühlingszwiebeln, Gurke, Avocado, Limette. Bisschen weißer Balsamico-Essig ist das. Dann Sojasauce ist dabei. Dann ist Sesamöl dabei. Pfeffer, Zucker und Röstzwiebeln. Die Röstzwiebeln sind nicht selbst gemacht, die sind gekauft. Aber die sind wunderbar, die passen ganz hervorragend zu diesem Gericht. Und jetzt würde ich sagen, legen wir los, oder? Legen wir los. Und zwar am besten direkt mit der Frühlingszwiebel. Die muss nämlich unbedingt geschnitten werden. Oder ich schnapp mir gleich die Gurke. Was machen wir? Ich schnapp mir die Gurke. Die wird jetzt erstmal geschält und klein geschnitten und dann die Frühlingszwiebeln auch. Ja, und so werkle ich mich jetzt hier durch. Und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit ein bisschen Musik. Dann geht die ganze Sache ein bisschen besser von der Hand. Und du schaust mir ganz entspannt zu und ich schalte mich dann wieder ein, wenn es relevant wird. Machen wir so. Alles klar, dann bis gleich. Tell me, mother, did you miss me? To bus to anywhere just to be elsewhere. I long to belong. History riding to the sunset felt like my love.
Ja, und hier bin ich wieder. Soweit ist alles hergerichtet, es ist alles geschnitten. Gurke, Frühlingszwiebeln, da haben wir den Ingwer. Dann haben wir hier noch die Avocado, die werde ich dann später nur mit einem Löffel rausholen. Die muss gar nicht mehr weiter verarbeitet werden. Dann, ja, den Rest, den kennen wir ja mit dem Sesamöl, Limette und weißem Balsamico-Essig. Jetzt haben wir hier die Pfanne und in diese Pfanne kommen selbstverständlich die Eier. Und so wird dann unser Gericht relativ schnell fertig gemacht. Machen wir das? Jetzt geht's los. I know that you're curious, I know that you're strong. But life can be furious and things can go wrong. You go, you go, we're better off tomorrow. But who knows if we get joy or sorrow. Stay true to that fire in your heart and your soul. Don't drench your desire in what you can't control. We fly, try so hard to get there. And we might be lost but not forever. There's things in life you simply need to know. But sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. You're not even close. Don't wish for indifference. You're not one of those. We fall, but we always rise up through it all, we get a little wiser. There's things in life you simply need to know. Ja, ich reiße dich ungern raus, aber die Kamera wurde leider heiß, sehr, sehr heiß von der Sonne und sie ging aus. Tja, was soll man machen? Jetzt habe ich trotzdem noch ein bisschen Bildmaterial für dich, allerdings leider nicht, wie ich das Ganze zusammenmische, sondern nur fertig letzten Endes im Topf. Das wird zwar schon noch so ein bisschen angerührt von mir, aber naja, was soll ich sagen? Ich hätte es gerne gezeigt, wie ich die Komponenten einzeln dazugebe. Aber das ist eigentlich jetzt auch ganz egal, denn das, was ich vorbereitet habe, das hast du ja gesehen und den Reis hast du auch gesehen. Ehrlich gesagt, ich habe nicht mehr dazugegeben. Es hat wirklich so gepasst, wie es war. Und tja, jetzt wird eigentlich nur noch angerichtet. Und damit du jetzt ganz entspannt ausklingen kannst und ja, die letzten Bilder noch siehst, würde ich sagen, starten wir jetzt einfach in die letzte Runde und dann wird noch geplaudert. Bleibt doch dran. Würde mich freuen. Ansonsten sehen wir uns morgen, übermorgen oder übermorgen wieder. Ich bin der Tobi, das Kochspiel. Bis dahin. Ciao, ciao. You simply need to know about sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. The end. There's things in life you simply need to know about sun and rain and trust in letting go. It takes a bit of suffering, sleepless nights and wandering, before you make it safely to the end. Mm-hmm. Before you make it safely to the end. The end, the end. Mm-hmm.
Gebratener Reis war das jetzt irgendwie nicht. Ne? Gebratener Reis war es keiner. Es war gekochter Reis, aber dann in dem Moment, wo du natürlich so ein schönes Ei dazu machst und die ganzen anderen Aromaten dazu kommen, wie gerade dieses Sesamöl, da ist ganz wichtig, dass du wirklich Sesamöl kaufst von gerösteten Sesam. Es gibt nämlich auch Sesamöl vom Sesam, der eben nicht vorher geröstet wurde, und das ist ziemlich flach im Geschmack. Also unbedingt darauf achten, dass du geröstetes Sesamöl kaufst. Und das powert dir so ein Aroma in deinen Reis, also das ist unfassbar lecker. Die Kombination mit der Avocado, mit der Gurke, vor allen Dingen, wenn du einfach alles kalt dann dazu gibst und schön vermengst mit der Sojasauce und so weiter und so fort, ist ein wunderbares Gericht. Und dann ganz zum Schluss, und die kannst du dir wirklich dazu kaufen, das ist überhaupt kein Problem, Röstzwiebeln. Schön obendrauf, die geben dir einen Crunch, die geben so einen vollen Geschmack und du kriegst einfach Aromen ohne Ende in deinem Mund und das macht, das ist ein großartiges Gericht, musst du unbedingt mal ausprobieren. Ich gebe zu, bei mir war das jetzt alles so ein bisschen improvisiert und weil ich war ja auch draußen gestanden, also das ist eine andere Situation wie hier in der Küche. Aber wenn du es bei dir zu Hause ganz entspannt machst, richte 3-4 Komponenten her, die du liebst, die dir gut schmecken. Beispielhaft war jetzt eben die Avocado bei mir mit drin, die Gurke mit drin und so weiter und so fort. Aber ja, klar, da kannst du eine ganze Menge anderes auch noch mit reinbringen. Das war das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Schnelle Nummer, leckeres Essen. Kannst du auch einfach mal zwischendurch machen. Und klar, wenn du einen Reis übrig hast, dann kannst du den am nächsten Tag natürlich wunderbar nochmal aufwärmen. Also das ist, ja, ich habe auch zweimal gegessen, um ehrlich zu sein. Okay, also, wenn du magst, gib mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast, aktiviere die Glocke. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich bin der Tobi, das Kochspiel. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.